Moin. Oh Gott, jetzt bin ich da wieder an das Ding gestoßen. Ich werde daran noch irgendwann kaputt gehen, dass das jetzt so sperrig ist. Selbstgespräche beendet. Jetzt wieder an euch. Mann, ich rüttel immer noch drin rum. Okay, jetzt wieder an euch. Willkommen zurück zu Pokémon Light Platinum. Oh, das hätte ich gerade fast übersehen. Einen Wasserstein habe ich gefunden. Bei einigen Pokémon ziemlich praktisch. Entweder ein Evoli könnte ich mich entscheiden. Ich habe aber nicht mal mehr eine Angel gerade. Das ist echt schade. Tja. Was gibt es hier eigentlich für ein Pokémon im Gras? Ist es dasselbe wie dort eben auch? Eins, das ich nicht kenne oder mein... Mir eher... das ist so hässlich. Und auch so schwach. Ich könnte es nicht mal schwächen, weil es dann wahrscheinlich sterben würde. Naja. Schade. Rasen wir mal zurück in das Pokémon Center von Central City. Ein komischer Name. Ist egal. Wir fragen nicht nach. So, erstmal heil, weil mein Vulcano auch wieder fit werden soll. Und dann geht's wieder Richtung Yellow Town. Wenn die Stadt so heißen sollte. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich die Städtenamen richtig kenne. Mit Central City liege ich richtig, das habe ich ja gerade gesehen. Aber heißt die andere Stadt Yellow Town? Ach, ist mir relativ Wumpe. Scheiße, ja, kann man auch sagen. Hallo, wildes Pokémon. Was bist du denn? Ein Bidifass. Oder ein Bidoof auf jeden Fall erstmal. Ein Bidoof. Wir kennen die versteckte Botschaft. Das ist doof. Nee, war wahrscheinlich ein bisschen zu flach, ne? Ja, dann gehe ich mal von aus. Was ist hier runter? Kommt man da auch lang? Ja. Wieder ein Bidoof mit Doppel-O. Mit Ruhr ist eigentlich gar nicht mal so eine Scheißfähigkeit. Naja. Ich will bringen Dutzel auch nicht, aber... Natürlich ist die Idee nicht scheiße. Schon wieder so ein Mistding. Ja. Wisst ihr was, ich überrasche ich jetzt mal alle. Ich renne! Hui, so sieht das nicht rennen. Ich bleib auf dem Fleck stehen. Weiter runter, zurück zu Yellow... Ja, ich hatte recht, Yellow Town ist es. Ja, Baby. Ich hatte recht damit. Nein. Wo ist das Labor? Dort? Nein, hier. Aha. Hier ist das Labor, ja. Der hat irgendwas hinterm Rücken. Hey, Professor Oak. Welcome to my lab. Thanks, Professor Jasmine. Sam told me I had to come here. Quickly, so I'm here to learn about your research. Yes, Professor. With Sam's help, I've been studying ancient writings about the creation of the universe. They said that Arceus created the world and all the Pokémon. Incredible. This is actually related to my latest research into Pokemon DNA. It seems all species have the same small trait in common. Yes, Professor. Right now, that's all I know. I'll send you the full document on the CD. Okay, Professor Jasmine. I'm going to research the center in Sherry, Central City's radio tower. Let me know immediately if you have any problems. Okay, gut zusammenfassend, was jetzt ist. Wir haben vielleicht aufmerksam gemacht, dass Professor Jasmine irgendwas finden will und jetzt haben sie sich doch unterhalten und alle Pokémon haben eine ähnliche DNA. Was wir auch schon herausgefunden haben, dass Arceus der Schaffer ist und ja, die tauschen sich immer weiter aus. Good job, Sam. I've registered you in the Sherry League.
Now you can fight the gym leaders and become a powerful trainer. Congratulations and take care. Take care. Team Steam will still be after you. Okay, haben wir einen Pokédex? Nö. Hallo? Ich wollte sagen, Pokéball haben wir jetzt bekommen. Ja. Aber einen Pokédex bekommen wir nicht? Nö. Gut, hier. Gib mir irgendwas. Gut, okay, von mir aus. Dann verfolgen wir nochmal den Professor Eich zurück. Gehen nochmal in das Central City, weil da müssen wir sowieso vorbei. Ich da praktisch auf dem Weg. Ein Wampel. Wampe, ich sag ein Wort. Ember. Tot. Auf geht's nach Central City. Ich guck mal, ob ich jetzt in den zweiten Stock gelang. Oh, der nach Professor Eich. Na, hier war die Zugstation. Ha. Bei dem Radioturm war ich ja schon richtig oben. Gut, gehen wir da hin. Rein da. Ja, jetzt darf ich auch nach oben. Ich werde mich beim Poké-Contest machen. Der hat mich fast eingesperrt hier. Da ist er ja, der gute Professor Eich. Hey Sam, I'm glad you came to my research center. I have a gift for you and Kenta. It's a national dex, which you can use to find and record data on Pokémon during your journey. Boah, die sehen aus wie kleine Laptops, ey. Wir haben einen Pokédex erhalten. Well, Kenta and Sam, now with this tool you can go on a magnificent journey through the Sherry Leech. Good luck to both of you. Thanks, Professor. I'll be sure to train hard. Goodbye, Sam. One day we'll have a great battle. Dir auch einen schönen Einkauf noch. Dieser wird sich nie alt. So, wenn du aus dem Weg verschwinden musst, dann kann ich auch losgehen. Die laufen mir immer im Weg rum. Muss man einfach mal so sagen. Ich würde wesentlich schneller vorankommen, wenn sie mir nicht in meinem Weg herumstehen würden. Und jetzt geht's in die Richtung, würde ich behaupten. Route 402, was bist du? Wahrscheinlich ein Käfersammler. Hi. Er sieht mir ganz nach einem Käfersammler aus. Bugcatcher, ja. Oh, das gibt schön viel Erfahrung für meinen Flugkarten. Boah, die Viecher geben so fett Erfahrung, ne? Käfer-Pokémon komme ich gegen Käfer-Pokémon komme ich eigentlich mit Feuerattacken ziemlich gut klar. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt wechseln muss, weil mein anderes Pokémon auch ein Feuer-Pokémon ist. Kombi, was ist eigentlich ein Kombi?
Ach, die hier, dieses Hohl, nicht Bienenviech. Gedöns. Ja, ja. Wie, am Ende. Habe ich hier schon was gesagt, aber ich weiß nicht, was das genau war. Noch einmal. Warum sollte ich wechseln? Wie gesagt, mit Feuer komme ich echt gut klar gegen die Dinger. Und den nächsten Teilkampf erledigt. Bugcatcher ist erledigt. Wir bekommen aber relativ wenig Geld. Ich will nicht meckern. Wow, du bist... Look! There seems to be a Pokémon drowning in the water. Was? Was ist das? Ist das? Das ist ein... It's a Pichu that's drowning. I'll save it. Das ertrink ich selber. Oh, I'm dead. You're okay. I was a little worried, but it looks like Pichu wants to reward you with a battle. Kurz Moment. Also das muss ich mir fangen, aber ich glaube, das ist mit einem Biss tot. Also gucke ich mal, ob es einfach so klappt mit dem Pokéball. Komm schon. Nein. Lass dich fangen, bitte. Nein. Komm schon. Ich will das Pichu haben. Ich will dich haben, Pichu. Ja! Oh, entschuldigt bitte das Vorspulen, aber ich wollte das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ja, ich werde es benennen, da ich weiß, wie Pichu am Ende ein Pikachu wird und so weiter und so fort. Soll ich? Jetzt ist es schwierig, Wie nenne ich das denn jetzt? Elektrisiert. Boah. B. Davidson. Ich wollte es eigentlich erst Zocker nennen, aber ich habe mir gedacht, dass ich für Zocker noch einen besseren Pokémon habe. Besseres Pokémon. I'm glad. That's over with. It's a pleasure to meet you. My name is Diamond. I'm a trainer from the Sinnoh region. I'm in the Sherry League as a rookie, but I'm not one really, you see? Let's fight! Okay. Scheiße, sieht epic aus. Level 11. You serious? Okay. Machen wir mal ein bisschen Feuer unter den Tannen. Ha, Tackle! Fick dich, Mann. Ja, erledigt. Ja, ich will meinen Axel auf das nächste Level bringen. Da benutze ich aber auch mal M. Ember, ja. Ich bin nicht schneller als das Ding. Gut. Das ist überraschend, aber okay. Charmander auch. Dann tausche ich nochmal mit Vulcano. Weil es soll jetzt kein Körper Glumanda gegen Glumanda werden. Mein Stärker ist. Feuerattacke gegen einen Feuer-Pokémon. Ja, das ist sowas von logisch. Ich dachte, dein Mann kann auch Kratzer.
Ernsthaft, kannst du auch was anderes machen, außer dauernd Blut. Du, man, das hier lieber. Level 14! Diamond. Das ist einer, der ordentlich cool hat. Respekt, du. My congratulations on your victory. You really impressed me with your fighting strength. You have a great future ahead of you. I hope to meet you again in the Sherry region and ask you for another battle. But for now, goodbye. I am off to challenge the first Sherry League gym in Einhorn City. Heißt das Einhorn übersetzt? Nee, Einhorn bestimmt irgendwie. So, wenn du aus dem Bild bist, kann ich auch loslaufen. Dankeschön. Ja, das habe ich hier, die Jungen, die haben... Alter, jetzt schon einen Superball. Jetzt brauche ich erstmal ein Potion. Für Axel. Und ich lasse, glaube ich, Peach Red schon entwickeln. Es geht nicht. Was hat er eigentlich... Was für ein Level sind... Nein. Was für ein Level sind hier eigentlich die wilden Pokémon? Ich werde es machen wie bei jemandem Pokémon auch, wenn ich ein schwaches zuerst leveln möchte. Ich gehe ins Gras mit dem Schwachen an erster Stelle und wechsle dann auf das nächste. Da. Andere Schloss. Okay, egal. Tot. Genauso mache ich es nämlich eigentlich immer, wenn ich schwächere Pokémon leveln möchte. Ich glaube, das macht eigentlich jeder so, um ehrlich zu sein. Wow. Das sieht... exotisch aus. Er ist gerade nicht die meisten EP für David bringen wird. Das sollte man eigentlich bei Trainerkämpfen machen. Da geht das echt super. Na, ich gehe einfach weiter. Aber ich glaube, ich bin jetzt ja hier schon wieder in der nächsten Stadt. Hi, Trainer! Du hast gut trainierte Pokémon. Die würde ich ja nun mal zu gerne sehen. Aber genau an dieser Stelle machen wir im nächsten Part weiter, Leute. See ya.